Servus, hallo, hier ist wieder der Rizzo, Rizzo Folge 008, hier wieder aus Konradsdorf. Ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute Thema wieder die mediterrane Küche, ja, eines meiner Vorlieben auf jeden Fall, was das Kochen betrifft, kennt ihr ja. Und ich habe mal noch einen Klassiker rausgekramt aus der Speisekarte, damals aus dem Paparazzi. Und zwar machen wir heute eine Lasagnette vom Rinderfilet. Im Prinzip Rinderfilet, hauchdünn geschnitten, angebraten, mit Grillgemüse dazwischen aufgeschichtet. Und dazu zeige ich euch noch ein paar Gnocchis. Aber ich bin heute nicht wieder allein, sondern heute ist der Robert da. Welcher Robert? Robert 1, Robert 2, heute sind wir wirklich zwei. Robert hinter der Kamera und Robert vor der Kamera. Begrüßt dann mit mir Robert Zetsche. Ich freue mich riesig drauf. Bis gleich, bleibt dran. Ciao. Dass ihr wieder dabei seid. Seid gespannt, was wir machen. Es wird wirklich komplett anders als das, was ihr bisher kennengelernt habt in den ersten 11 Folgen. Wir werden heute nebeneinander am Herd stehen und werden uns direkt nebeneinander duellieren. Seid gespannt. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Da drin. Action! Yay, hier ist er! Salve! Robert, mein Freund. Hier, wir können Kein wieder, Mann. Ne? Endlich. Endlich haben wir uns wieder. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Nachdem wir seit 5 Jahren uns versuchen, telefonisch abzudaten, muss man endlich mal geschafft, mal wieder am Herd zusammen zu stehen. Und es ist mir eine große Freude, eine Ehre, heute hier in der alten Heimat zu sein. Du hast ja wahrscheinlich schon allen erzählt, was du machst. Ich wusste nicht, was du heute mit mir kochen willst. Oder gegen mich kochen willst. Gegeneinander. Also ich habe das ja bisher, das ist ja jetzt das allererste Mal, ist ja auch eine Premiere für mein Format Roast the Coach, dass man zusammen am Herd steht. Sonst haben wir ja immer gesagt, räumliche Trennung durch Corona und so weiter. Aber mittlerweile können wir ja alle ein bisschen näher zusammenrücken, auch in der Familie. Und habe das vorher so gehandhabt, dass jeder in seiner Küche gedreht hat. Und dann hat man einfach gesagt, okay, 4 Zutaten und ein Gericht. Und jeder kocht das in seiner Küche. Und dann am Ende finden wir raus, welcher Teller der schönste ist. Heute finden wir das direkt hier im Küchenstudio am Pass. Und ich werde einfach, weil du machst ja mit Fleisch, dann habe ich mir gedacht, es gibt ja immer mehr, die auf gesunde, vegane Küche umstellen und habe mir gedacht, ich mache mal den Klassiker, den wir früher am Paparazzi zusammen gemacht haben, mache ich einfach mal im veganen Style. Und habe da auch ein paar Sachen von mitgebracht, von Better, von uns, die ich damit einbauen werde. Bin ich gespannt, was du dazu sagst, auf dein ehrliches Feedback und ja, Rock'n'Roll, Feuer frei. Bodo ist auch hier irgendwo unterwegs. Hast du einen Knochen mit? Na, aber selbstverständlich habe ich einen Knochen mit. Bodo, schön brav Sitz machen, ne? Bleib. Aber wir haben natürlich auch noch die schöne Umrahmung, Ummalung, ne, was zu jeder Feier oder zu jedem Event eigentlich dazugehört. Frische Blumen. Eine schöne, schöne Blume. Ja. Und jetzt kommt Niki. Hallo. Hallo. Nicole hat nämlich kein Mikrofon, deswegen Nehmen wir hier mal die Geschichte. Ne? Okay. So, und ich habe mir gedacht, heute, da du Grillgemüse und Mediterranes wieder dabei hast, mache ich was mit Artischocken und Lauch, passend zu eurem Gericht. Und dann werden wir sehen, was wir für eine schöne Tischdeko dazu haben. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Jo. Na? Alles klar. Gut, dann sehen wir uns später nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß. Gleichfalls, danke dir. Ciao. So, brauchst du das Zepter oder? Legen wir uns das einfach mal hier in die Mitte. Ich würde das Zepter, hast du ja früher im Paparazzi am Pass gehabt und... Ich stand am Tagesgemüse. Genau, 100 Portionen, nee, 150 reicht das, Kai, 150 mal Tagesgemüse. Ja, du lachst, ne? Ansonsten machen wir es live. Machen wir live. Kai soll hier die Panade, machst du live. Gut, also, Feuer frei. Ich würde ganz einfach euch mal flugs erklären. Grillgemüse nehmen wir uns heute hier Zucchini als grüne, gelbe Variante. Dann haben wir einen Paprika-Mix dazu. Wir teilen uns natürlich immer die Rohstoffe mit dem Robert ganz einfach rein. Und ja, eine grüne haben wir schon. Noch eine Grilltomate mit dazu. Und vielleicht noch eine Zwiebel, ein bisschen Knoblauch. Nehmen wir wieder den frischen daher. Und dann haben wir natürlich hier noch das Rinderfilet.
heute wieder an der Fleischtheke im Edeka Müller gekauft. Topfrische Ware, wie das Gemüse und alle anderen Produkte natürlich auch. Robert, deine Produkte gibt es, glaube ich, bei Edeka, sind die gelistet, oder? Die sind bei Edeka gelistet und kannst du auch, also ich hoffe, dass natürlich viele Edeka-Märkte darauf zugreifen, die Revolution-Säfte, die ganzen Better-Produkte, eins unserer Highlights, und ich finde, jeden Koch, den ich so bisher präsentiert habe, steht total auf die Better Hollandaise, also die geht richtig durch die Decke und ist wirklich ein Produkt. Die muss, warte, Entschuldige, die muss ich probieren, dann ist die geiler als meine, oder? Ich finde schon. Ho, 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 dünnes Eis und heiße Kuchen. Na gut, ich lasse mich gerne überzeugen. Gut, wie gesagt, das Gemüse schneiden wir uns ganz einfach hier in daumendicke Scheiben. Na, ich nehme mal meinen Daumen, aber der bleibt auch an meinem Finger dran. Ich nehme mir hier einfach 5 Scheiben von der Zucchini, von der grünen, von der gelben, dann noch 5 von der grünen. Ich mache einfach mal alle, nur den Topf dort vorne. Du kannst nehmen, was du möchtest. Sensationell. Ansonsten wirst du es ja merken, wenn es fehlt, tu mal ganz einfach improvisieren. Wie früher. Tisch so, neu. Dann haben wir hier die rote Zwiebel noch dazu. Die mit Schälen. Hast du eigentlich einen Mülleimer irgendwas hier? Nimm dir einfach eine Schüssel hier. Na, selbstverständlich. Warte, hier. Der Robert gibt sie dir. Der Regie. Dankeschön. So, den Paprika tun wir ein bisschen schälen. Na, das habe ich schon in einem meiner Videos mal gesagt, dass die Schale nicht verdaulich ist, deswegen schält euch den Paprika. Gibt es natürlich viele Varianten. Entweder ihr macht es wirklich mit dem Schäler oder mit dem Bunsenbrenner oder ab in den Ofen oder anrösten, ne? Und dann wegschälen. Ja. So. Jetzt muss ich aber ein bisschen einen Finger ziehen, weil hier der Roboter da drüben, der gibt natürlich auch Gas, ne? Naja, ich kann es ein bisschen gemütlich machen wie früher. Genau. Funktioniert ja erst nach 2:30. Nach dem Kaffee, kalten Kaffee oder warm Bier. Ich weiß gar nicht, was wir mal getrunken haben. Kaffee, natürlich nur Kaffee. Oder? Bis nachts 12 Kaffee und dann ging es zum Steffen auf den Saal. Oder noch Abbau im Bowling. Zu Gott. Der hat sich auch immer gefreut, ne? Oh, herrlich. Mensch, herrlich. So, jetzt nehmen wir uns hier noch das Rinderfilet daher. Beim Rinderfilet natürlich Fett und Sehnen entfernen. Das heißt, nehmt ihr euch ein anderes Messer dazu her. Ja, scharf wäre super. Scharf wäre super, das ist immer ganz wichtig. Und scharf muss nicht nur die Frau sein, sondern auch das Messer, weil Kochen ist wie Liebe, ne? Genau, nur heißer. Nur heißer. Ja, warum schneiden wir Fett und Sehnen weg? Fett und Sehnen würden sich natürlich beim Braten halt zusammenziehen, ne? Und dann kaut ihr auf dem Stück Fleisch drauf rum wie auf dem Stück Leder. Deswegen halt die Sehnen immer weg. Ein bisschen Fett kann trotzdem dranbleiben, weil Fett natürlich auch Geschmacksträger ist, ne? Bei einem Rinderfilet ist natürlich der Fettanteil sehr, sehr gering, weil es natürlich ein sehr, sehr mageres Stück Fleisch ist, ne? Gut, das schneidet ihr auch natürlich hier in fingerdicke Scheiben. Das wird einfach nur ein bisschen anplattiert und im Endeffekt ein sehr, sehr schnelles Gericht. Wir hatten es ja im à la carte bei uns auf der Karte, ne? Das heißt, es musste auch schnell gehen. Wir konnten natürlich hier nicht irgendwelche Sachen auf die Karte nehmen oder auf die Tafel nehmen, die hier Stunden brauchen, sondern muss schnell gehen. Deswegen hier ein schönes Mise en place wieder. Warum hast du mich da eigentlich in die Küche geholt? Tja, Zetschi. Warum habe ich das getan? Weil der Fuli angerufen hat, gesagt, ich habe da einen, der kommt. Richtig. Pinienkerne würde ich nachher auf jeden Fall gerne von dir nehmen, weil ich ja noch ein Pesto, ich habe ja hier von meinem Bruder heute Morgen, bin ich nochmal durch den Garten. Also mein Bruder hat sich ja so ein kleines Selbstversorgungs-Eldorado mit Kräutern gemacht und er hat einen Ananas-Salbei. Geil. Da tust du einfach nur die Blätter ganz kurz anfassen. Und du denkst, du stehst im Ananaswald. Also es ist unglaublich. Und das wächst bei ihm natürlich sensationell, weil er hat mega Sonneneinstrahlung in seinem Garten. Und
Ja, der hat ja, der lebt das ja, ne? Also der lebt das ja auch bei sich in der Julius Kost aus. Definitiv. Und Haufen Anbau, Selbstversorger zu Hause. Und das finde ich halt cool, wenn man das 24/7 lebt. Also nicht nur irgendwie vor der Kamera oder so ein bisschen, sondern meine Geschwister leben das voll umfänglich. Ne? Aber zurück zu uns hier. Pinienkerne nehme ich, daraus wird ein Pesto gemacht. Ich setze jetzt schon mal ein Tomatensugo an und schaue dem Kai ein bisschen zu, ob der das hier so alles noch lange her, seitdem ich den betreut habe in der Küche. Ich liebe ihn. Anton aus, nicht aus Tirol, nicht sondern aus der Ostschweiz. Genau. Er ist unser Hauskäse und Hamburger Käselager ist unser, gehört zur Bigfoot Group mit dazu. Und wir haben da eine große, große Auswahl an Käse, aber das ist so die absolute Nummer eins. Und ich dachte, zum Rinderfilet brauchst du einfach einen richtig geilen Käse. Der ist im Felsenkeller gereift. Hm. Und ich bin ja jemand, ich habe das ja in der, wo ich in Liechtenstein war, habe ich ja selber in der Sennerei, oder was heißt an der Sennerei gearbeitet, im Berggasthaus auf der Süka. Und dann konnte ich das halt alles mal beobachten und seitdem sage ich mir, kannst du auch eine Rinde essen? Viele sagen, machst du ab. Mm. Ey, der ist der Hammer. Oder? Der ist wirklich eine absolute Milde, aber auch richtig schön, trotzdem eine sensationelle Würze. Ja. Gut, für die Gnocchis bei mir, die Kartoffeln, die habe ich hier einfach mal schon im Ofen bei 180 Grad so lange gegart, bis sie fertig sind. Ne? Also weich gegart. Die werde ich jetzt pellen. Warum habe ich das im Ofen gemacht? Um ganz einfach der Kartoffel nicht unbedingt noch das Wasser auszusetzen, weil ich möchte natürlich in meinem Gnocchi-Teig auch kein überflüssiges Wasser haben. Deswegen halt im Ofen. Jetzt schneide ich mal hier dazu noch ein paar getrocknete Tomaten, weil ich werde die natürlich ganz klassisch, die Gnocchis, dann in der Salbei Tomatenbutter anschwenken. Und dann kommt ganz einfach der frisch gehobelte Anton oben drüber. Geil. Das wird bestimmt sensationell. Das wird der Hammer. So, ein bisschen Salbei noch dazu. Die vegane Variante der Lasagne, die wir damals im Paparazzi hatten, um einfach auch natürlich die Veganer und die Vegetarier draußen abzuholen. Und mein Bruder ist ja auch umgestiegen, was ihm richtig gut tut, sagt er, und auch fürs Training. Und er fühlt sich einfach, seitdem er sich wirklich ausgewogen vegetarisch ernährt oder auch vegan ernährt, dass ihm das gerade in seinem, der macht der Muay Thai, sehr gut tut. Ich habe es lange nicht so immer so davor komm, brauchst schon Fleisch, wir sind Fleischfresser und so weiter. Aber durch meinen Bruder und meine Frau habe ich auch die vegetarisch-vegane Küche lieben gelernt. Bei Pinienkernen, ne, hat man ja auch schon mal gesagt, kein Öl in die Pfanne. Und bei Pinienkernen auch immer wichtig, doppelte Menge eigentlich da zu haben. Ne? Ja. Du lachst, du weißt warum. Ne? Du, was riecht denn so bei dir? Du sag mal, brennt deine Pinienkerne? Was? Nö. Nö, noch nie, aber gleich. So, dafür nehme ich ein schönes Olivenöl zum Ansatz für mein Tomatensugo. Was hast du denn für eins? Ich habe bei Bera ein biologisches Olivenöl. Hm. Nein, der Punkt ist ganz einfach. Bei Olivenöl ist wichtig, wenn ihr Olivenöl kaufen möchtet, versucht Olivenöl zu probieren. Das heißt, ihr geht wahrscheinlich mal in so einen Ölladen oder Spirituosenladen, wo ihr mal Olivenöl probieren könnt. Weil Olivenöl musst du ganz einfach wirklich auch pur essen können. Ja. Wenn es schmeckt wie Motorenöl, und aussieht wie Motorenöl, dann wirklich Finger weg. Die Italiener machen das ja auch wirklich so, dass sie früh am Morgen erstmal, bevor sie den Grappa trinken, sich erstmal mit einem Löffel Olivenöl. Löffel Olivenöl, ja. Oder halt wirklich viel Olivenöl auch zu sich nehmen. Also Olivenöl muss natürlich im Geschmack aromatisch sein, ganz klar. Und darf nicht allzu bitter sein. Das heißt, ruhig mal zu Hause, wenn ihr Olivenöl im Schrank habt, nehmt euch mal einen Löffel daher und probiert es ganz einfach mal. Wenn es bitter schmeckt oder wie auch immer, dann könnt ihr es eigentlich schon entfernen oder entsorgen. Ja.
Hier, kennst du den noch? Hast du den noch? Oh. Sensationell, hör mal. Das ist der Löffel von Midigon. Boah, das ist der Paparazzi-Gedächtnislöffel, hör mal. So sieht's aus. Dass es den noch gibt, dass ich mit dem noch mal rühren darf. Der war vorne immer schön im Löffelbank zum Anrichten drin, sensationell. Ne? Sensationell. Risotto immer nur mit dem Löffel. So, Lieben, für die Gnocchis wäre ich ganz einfach hier die Kartoffeln wieder durch die Presse drücken. Und dich hat es natürlich verschlagen. Ins Allgäu. Ins Allgäu. Ich dachte, nachdem ich das Erzgebirge lange genug hoch und runter gekraxelt bin, brauchte ich eine größere Herausforderung. Ja, ich bin ja erstmal nach Düsseldorf damals gegangen, kurz nachdem ich mit dem Bingi das letzte Mal auf einer Party war. Danach habe ich gesagt, das halte ich ja nicht mehr aus. Ich muss weg. Nee, einfach beruflich. Ne, bin ja dann nach München und dann haben wir gesagt, wir wollen aufs Land und fühlen uns dort auch sauwohl, weil es einfach herrlich ist. Du bist in einem Kilometer auf dem Feld und kannst joggen. Sag mal, Aubergine suche ich gerade mal, um ganz schnell den Gedanken Aubergine war aus heute. Shit. Dann nehme ich die gelbe Zucchini, dann bastle ich das ein bisschen um, dann muss ich die technische Zeichnung noch anpassen. Fuli, wenn ich das... Oh, ob ich das hinkriege, Fuli? Ich weiß schon noch nicht, wie ich das mache. Deine technische Zeichnung ist schwarz-weiß. Deshalb Aubergine. Die Rezepte kann ich dir... wir haben ja unsere Seite, also wo Roast the Coach draufkommt, ist ja Tasty Ideas. Jawohl. Und Tasty Ideas ist unsere Rezeptseite und dort werde ich dir in dem richtig coolen Tasty Ideas Look diese vegane Lasagne zusammenstellen und dann lasse ich sie dir zukommen. Für euch da draußen, das ist der Ansatz, den habe ich von einer wirklich italienischen Mama kennengelernt. Tomatensoße, Tomatensugo im Ansatz mit Karotten, Sellerie, Knoblauch und Zwiebeln, hatte ich die schon? Nee. In reichlich Olivenöl anrösten und dann habe ich hier drüben schon mal die Fleischtomate klein geschnitten, die kommt dann mit dazu, direkt danach salzen, dass wirklich direkt die Flüssigkeit rauskommt und dann wird das ganz langsam geschmeidig einreduziert. Du holst deine Grillplatte schon mal und genau. Die Fleischvariante drüben. Du musst ja natürlich auch Grillgemüse anfertigen, oder? Ja. Dann nehmen wir gleich hier mal die Grillplatte zusammen, oder? Sensationell. Fuli ist ja eigentlich, das muss man da ganz schnell dazu erwähnen, eigentlich der Grund, dass wir eigentlich zusammengekommen sind. Er hat mich damals ja im November, Dezember 2004 war das, sagt er, du, ich habe da jemanden draußen, Hilbersdorf, die schicken am Abend so zwischen 300 und 400 Cover, der braucht noch einen Koch. Und das ist durch Zufall. Ich glaube, meine Mama hatte mir dann das Auto geliehen und dann konnte ich raus, weil ansonsten gab es damals keine Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und Mirko hat ja wirklich so 10 Jahre meines Lebens eigentlich geprägt. Er war ja der Grund, weshalb ich dann als Freiberufler jahrelang unterwegs war und er war ja damals auch der Erste, der das gemacht hat. Und da bin ich ihm auch auf ewig dankbar, dass er damals so diesen mit Tipps und Kontakten das eigentlich so ein bisschen sehr stark unterstützt hat. So, ich habe mir mal hier noch das Gnocchi-Wasser aufgesetzt. Den Gnocchi-Teig machen wir hier ganz einfach mit den durchgepressten Kartoffeln. Dann geben wir etwas Mehl, etwas Grieß und ein Ei noch dazu. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Mit dem Salz halten wir uns zurück, all dieweil Salz ja wieder Wasser ziehen würde. Und wir natürlich dann auch zum Ende hin beim Anrichten dann den Anton drüber geben. Und der Anton bringt natürlich dort die gewisse Würze mit. Knoblauch, meine zweite Liebe, ne? Habe ich gesehen, fand ich sehr cool in deinem How-To. Und dann fragt mich meine Frau, hä? Knoblauch, die zweite Liebe? Salz, deine erste Liebe? Wann komme ich denn überhaupt? Schatz, du bist auch dran, definitiv. Du stehst ganz, ganz oben, ne? Ganz, ganz oben. Natürlich hat sie mich am Wochenende gefragt, sag mal, du kochst mit Robert, du kochst mit Mirko, du kochst mit Yvonne, also du kochst so mit fremden Frauen. Wann kochst du eigentlich mal mit mir? Und das wird versprochen, Kamera läuft, hier laufen 5 Kameras, ne, die das dann auch beweisen können. Du wirst natürlich mit mir auch kochen, nicht bloß zu Hause, sondern auch hier vor der Kamera. Ich bin Zeuge, Susi, ich werde ihn daran erinnern.
So, schaut mal hier die Gnocchis. Sieht's die Kamera? Die Kamera sieht's hoffentlich. Wie früher. Ich habe jetzt hier den Teig im Prinzip ausgerollt auf meinem Brett. Jetzt schnappe ich mir hier mein Messer. Das ist gar nicht, was mich heute gerissen hat, hier Gnocchis zu machen. Dann werden die im Prinzip so in kleine Förmchen gedrückt. Und wo ist die Gabel? Hier drüben. Gibt es noch den obligatorischen Gabeldrücker? Warum macht man das? Damit natürlich, wenn wir ein Gnocchi-Gericht machen mit Soße, damit natürlich die Soße schön an dem Gnocchi hängen bleibt. Ne, das heißt übrigens auch nicht Gnocchi. Ne? Gnocchi, sondern das sind Gnocchi. Gnocchi. Mein Zuschauer David, alter Klassenkamerad früher noch aus meiner Dresdner Schulzeit. Das ist übrigens jetzt hier dein Mann. Ne? Du hast mich gefragt nach veganer Küche. Einfach dem Robert auch ab und zu mal folgen. Der hat super Sachen auf seinem Instagram-Kanal. Thriving Food Coach. Genau. Wir würden uns natürlich auch immer freuen auf reichlich Kommentare und auch Anregungen. Also wenn irgendwas euch gefällt oder nicht gefällt, dann teilt uns das mit, dass wir auch agieren können. Ne? Also, Robert. Auch zum Kameramann, wenn ihr da irgendwas habt, wegen dem Kameraführung oder so. Ne? Immer reinballern damit. Hier, falls ihr euch fragt, wer Bodo ist, ne? Bodo ist unser imaginärer Hund, der uns natürlich auch während der Paparazzi-Zeiten immer begleitet hat, war ein treuer Gefährte. Ja. Aber jetzt ist er natürlich auch schon in die Jahre gekommen. Aber ich glaube, dem ging es recht gut bei dir. Also ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Und falls ihr euch fragt, ne? Ich muss ja vor jedem Dreh an dieses herrliche Fenster da hoch. Ne? Und mit Robert seinem Schal, ne, das Fenster abhängen, damit natürlich auch das gewisse geile Licht hier zustande kommt, was wir hier haben. Oder Licht haben. Und Robert kam auf die Idee, cool, dort hängen wir jetzt oben noch in irgendein Tier da oben rein. Ne? Wer ist denn das Tier eigentlich, Robert? Das ist ein Pferd auf jeden Fall. Das haben wir schon rausgekriegt. Gut, mein Gnocchiwasser kocht. Und jetzt werden wir die Gnocchis hier mal absenken. Jetzt wechseln wir mal die Seite, oder? Jawohl, Seitenwechsel. Halbzeit. Halbzeit. Ist auch lange her, dass wir beim Fußball waren, wenn wir gerade über Halbzeit reden, ne? Meines Erachtens, Robert, ich kann mich noch an das Spiel erinnern. War das gegen Leverkusen? Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall noch das Asbach-Uralte Stadion. Das war es auf jeden Fall. Und meines Erachtens war das, glaube ich, gegen Leverkusen. Vollborn stand im Tor. Da war der Henne da auch noch mit, oder? So, wie ihr seht, ich habe jetzt hier mit dem Grillgemüse schon mal angefangen. Also das ist eine wirklich sehr geile Erfindung hier. Ich muss ja zu Hause mal einen Grill rausholen. Kai seine Gnocchis, naja, lassen wir noch 10 Minuten drin, dann gibt es Gnocchi-Suppe. Die ersten kommen nach oben, ja. Na ja, dann entspannt. So, meine Freunde, jetzt zeige ich euch nochmal, flitze ich mit euch nochmal ganz schnell über den Herd, um euch mal unsere ersten kulinarischen Erfolge zu zeigen. Und ich sehe schon, ich muss mich beeilen, der Kai schöpft nämlich schon. Also wenn ihr hier zu Hause mal Gnocchis macht, empfehle ich euch natürlich auch gerne mal einen Eiswürfel hier in das Wasser reinzumachen, um die abzuschrecken. Dann ziehen die sich natürlich schön zusammen. Die haben wir natürlich nicht, weil du die vorhin schon in den Gin Tonic reingeballert hast. Ja, genau. Ah, einen schönen Gin Tonic, das wär's auch mal, oder? Das werden wir ja bei dir zu Hause in deinem kleinen Home-Cooking-Studio. Aber ich muss mal ganz schnell den Zuschauern zeigen. Also, kleines Oliven-Tomaten-Kompott, das Grillgemüse für die Lasagne, die Zucchinis, die noch drauf sind, und Kai, seine Gnocchis, die ich hier mal vom Messer. Sensationell, Kai. Wie fehlt früher, wenn ich so live gemacht habe. Ja, genau. Da fehlt der Anton noch. So, ich nehme jetzt hier mein griechisches Olivenöl. Ich mache bei dir auch mal ein bisschen was drauf, ne? Ja. Kennst du den schon? Der ist auch geil. Habe ich vom Ralf Jakomait geschenkt bekommen. Okay. Die Löffelsette. Die gibt es in so klein und in groß wie deine, so lang. Sehr geil. Geile Nummer.
cooler, auch ein sehr, sehr, sehr cooler Typ. Also wirklich. Mit dem hast du die zweite, dritte, vierte Folge. Ich habe es auf jeden Fall gesehen. Die fünfte Steckerfisch. Genau. Fünfte Steckerfisch. Genau. Und wir haben uns Anfang des Jahres kennengelernt beim kulinarischen Rock'n'Roll in Augsburg. Eine Herrscher an Küchengöttern. Wir kannten uns, also ein paar kannten sich untereinander, aber der Rest kannte sich, also viele kannten sich nie. Und wir haben direkt, und das ist das Geile am Kochen, wir haben alle zusammen am Herd funktioniert. Also keine Star-Allion irgendwie. Jeder hatte sein Gericht und dann sind wir alle ran und haben dem anderen geholfen. Also es war wirklich Träumchen. Einer meiner Highlight-Tage am Herd, muss ich wirklich sagen. War sensationell. So, genau. Ihr seht jetzt natürlich hier das Grillgemüse, wie auch der Robert vor uns schon gemacht hat. Einfach jetzt hier auf der Grillplatte schön links, rechts ein bisschen anrösten. Die Zucchini, die Tomate, dann geben wir die rote Zwiebel noch dazu. Den geschälten Paprika. Mit Salz würzen wir am Anfang. Das Pfeffer machen wir hinterher erst auf dem Blech. Apropos Blech. So, ich werde jetzt mal das nächste Better-Produkt reinnehmen. Und zwar die Better-Scheiben zum Schmelzen. Kannst du nehmen wie ein Raclette-Käse. Okay. Wenn ich ihn aufkriege durch meine öligen Hände. Und werde damit die gelben Zucchinis belegen. Sehr gut, Robert. Das sieht sehr, sehr geil aus. Was machst denn du hier drin dann? Das ist mein Tomatenkompott, wo ich den veganen Hirten nachher noch mal reinmache. Und dann gebe ich das einfach so ein bisschen angehaucht wie einen griechischen Salat. Okay. Aber einfach diesen veganen Hirten lauwarm mariniert. Habe jetzt hier ein paar Kirschtomaten, Knoblauch, eine Schalotte mit drin, ordentlich Olivenöl natürlich, Pfeffer und ein bisschen Meersalz mache ich noch mit rein. Und dann ganz zum Schluss, kurz vorm Schicken, lege ich einfach den veganen Hirten mit rein, lasse den ein bisschen drinnen marinieren, ziehen, raus und schicken. Klingt sehr, sehr geil. So, also wir brauchen noch eigentlich die Salbei-Gnocchis, die ziehen wir dann im Prinzip nochmal durch den Wok durch. Also schön mit Butter, mit den getrockneten Tomaten, mit dem Salbei, dann kommt der geriebene oder gehobelte Anton oben drüber. Die Lasagnette vom Rinderfilet, das Grillgemüse läuft jetzt, während dann nur noch das Fleisch, das Rinderfilet halt links, rechts anbrutzeln. Das geht wirklich ratzifatzi, eine Minute von jeder Seite. Und dann brauchen wir nur noch die Pesto. Ja? Die Pesto muss ich noch einrühren, sensationell, ja, mache ich. Pinienkerne kannst du ruhig hier. Kann ich reichlich. Ja, nimm mal hier 3 Esslöffel. Ja, mache ich. Ja? Salz ist dort ein bisschen was dran schon, ne? Sehr gut, sehr gut. Und dann bin ich eigentlich mit meiner Charge hier durch. Da muss ich ja jetzt langsam Gas geben. David, für dich, wenn du einen richtig genialen Feta-Ersatz brauchst, sage ich jetzt mal, dann den Kräuterhirten oder auch den veganen Hirten Natur. Ist auch eingelegt in der Salzlage. Sieht genauso aus wie ein Feta und ist wirklich ein sensationelles Produkt, was uns da gelungen ist. Den werden wir jetzt halt grob halbieren und dann gebe ich einfach dieses lauwarme Kompott oben on top drauf. Ja, den Peer, den habe ich auch schon mal telefonisch versucht zu akquirieren. Vielleicht gibt sich dann nochmal der Termin, dass ich mit dem Peer auch nochmal kochen kann, vielleicht noch mit der Mietz dazu. Also das wäre natürlich mega. Das wäre riesig. Die Wiets habe ich ja selber ausgebildet damals im Paparazzi, war ja eine meiner Auszubildenden. Und man sieht sich einfach viel zu wenig. Man hat früher ganz schnell mit deiner Nase, bevor sensationell. Dieser frische Thymian, riechst du das? Der einfach nur entsteht, weil er auf heißem Öl ist. Traum. Ein Traum. Ich habe das letztens gehabt mit Blumenkohlpizza gemacht und habe frischen Basilikum drüber und du standst drüber und du dachtest echt, du bist im Basilikumfeld. So, mein Grillgemüse werde ich jetzt hier noch ein bisschen aromatisieren. Da gibt es halt ein bisschen Knoblauch oben drüber. Ein bisschen ist gut, ne? Ihr wisst, ich liebe Knoblauch. Robert, das ist für dich. Anruf.
Ach, hier, der Kollege von hinten. Jo. Ich habe überlegt. Wir machen ebenfalls frische Kräuter drüber, in dem Fall halt in Thymian. Dann gibt es noch etwas Rosmarin dazu. Einfach so grob gezupft. So, bisschen Salz noch. Pfeffer dazu. Und nochmal Olivenöl. So, jetzt machen wir noch die Tomaten. Schöne Grilltomate. So, ich tue jetzt meine Lasagneplatten schon mal abkochen. Und dann kann ich mich eigentlich... Gut, du musst mir jetzt sagen, was denkst du, wie lange du brauchst, weil ich muss ja bloß noch das Fleisch braten und die Gnocchis durch die Pfanne ziehen. So, ich mache jetzt eigentlich nur noch das Pesto, das Gemüse ist hinten drinne, Lasagneplatten koche ich ab. Das sind auch für alle, also wirklich, nicht, dass jemand denkt, was macht er für Lasagneplatten, jetzt habe ich, glaube ich, was verstellt, hoffe ich nicht. Das sind natürlich ohne Ei, also einfach nur Lasagneplatten mit Mehl und Wasser. Bisschen Grieß mit dran, dass du wirklich auch eine Bindung dazu hast und das war's schon. Ich würde mal ganz kurz einen kleinen Energy-Drink nehmen. Magst du auch einen frischen? Jo, gerne. Grün ist immer Gift, oder? Nee, grün ist geil. Dann nehme ich grün. Also grün ist Grünkohl und ich bin ein großer Fan von Grünsäften geworden. Dort einfach Grünkohl, wirklich... Grünkohl, Spinat, Sellerie. Hm. Klingt spannend. Ist spannend, ist lecker. Und Cheers. Cheers. Robert, es ist mir auf jeden Fall ein Fest, mal wieder mit dir hier zusammen in der Küche zu stehen. Auch wenn es auch nicht die Restaurantküche ist. Aber ich finde es ja fast nicht ganz so heiß wie früher. Am Paparazzi habe ich ja... Alter, Vater, habe ich geschwitzt. Da haben wir mal einen Thermometer an die kühlste Stelle der Küche gestellt. Da waren, glaube ich, 68 Grad, oder? Ich glaube, ja. Aber hier, Hammer. Oder? Hammer. So, Cashews habe ich vergessen. Ich bin ja totaler Nuss- und Freak. Du weißt ja, von früher haben wir mal gerne Nüsse verarbeitet. Ich muss noch ein paar Cashews mit einarbeiten. Soll ich dir irgendwas abnehmen, Robert? Wir können zusammen das Pesto machen. Was braucht man dazu? Dann machst du ich den Basilikum. Ich hatte mal irgendwo einen Mörser gehabt, aber ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich wollte einfach nur in einer kleinen Schüssel ein bisschen Olivenöl reinmachen, ein bisschen Knoblauch reinhacken, Pinienkerne reinhacken und die Kräuter wirklich frisch hacken, unterrühren und dann so nicht dieses pürierte, feste Zeug, was im Supermarkt, sondern wirklich so ein bisschen hausgemachten Style dazu haben. Pinienkerne. So, ich werde die Kräuter von meinem Bruder aus dem Garten nehmen. Muss ich mal ganz kurz gucken, das wollte ich dir noch hier. Oh, Träumchen. Oder? So, Pinienkerne habe ich. Die Kräuter von dir? Die Kräuter, also ein Basilikum, ich hack die anderen Kräuter davon. Olivenöl, willst du meins oder soll man deins? Du, das ist komplett frei. Ich weiß, dass wir beide auf Qualität achten, was Olivenöl angeht, deshalb können wir auf deins oder auf meins so gehen. Da bin ich frei. Basilikum? Reichlich. Ich mache hier noch ein bisschen von dem Ananas dabei. Ein bisschen Minze, was ein bisschen einen frischen Kick mitgibt. Und natürlich den, der ist wirklich sensationell, den er da im Garten hat, den Thymian. Träumchen. So, wir machen jetzt noch ein schönes Pesto. Ich habe hier drüben schon mal grob angefangen mit den Kräutern aus dem Garten meines Bruders und wackel mal hier rüber zum Kai. Der hat nämlich ein Basilikum schon in der Mache. Läuft. Dort sind Pinienkerne und Olivenöl drin. Da kommt ein bisschen frischer Knoblauch mit rein, Meersalz, Pfeffer. Und dann werden wir das heute mal ganz frisch, lecker, sexy. Sexy, wir machen das sexy. Ja. Pfeffer nehme ich mal wieder hier das schwarze Gold, ne? Jawohl. So, und jetzt mache ich noch eine Sache, auch für die Veganer. Ich bin ja, seitdem ich sportlich wieder ein bisschen aktiver bin, ein großer Fan von Linsen, weil sie einfach viel Protein haben
und binde meinen Tomatensugo mit roten Linsen. Ganz natürlich. Und habe hier natürlich dadurch direkt eine kleine Proteinquelle noch mitgeschaffen. Und ihr werdet nachher den Geschmack, also ihr draußen leider nicht, ihr könnt das dann nachkochen. Aber wir hier werden das nachher mal testen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es euch vom Hocker haut. Oh, schlüpfriges Scheiße. Oh, Mensch, was denn hier los? Bodo, weg, weg. Dein Grillgemüse sieht aber wirklich, also du hast nichts verlernt, Kai, muss ich sagen. Das sieht immer noch genauso aus, ne? Ist wie früher. Aber hier trotzdem die Butter, Nussbutter? Oder? Alles genau, Nussbutter. Oh, das waren meine Lieblingsbons früher im Paparazzi. Bitte keine Nussbutter, Nussallergie. Ja. Ah, das sieht doch gut aus hier. Sehr gern, selbstverständlich. Da können wir jetzt hier eigentlich schon getrocknete Tomate, Salbei zugeben. So, hast du ein paar Kräuter schon da hier, die wir hier reinmachen können? Ich bin so. Also ich habe jetzt hier Knoblauch, Pinienkerne, Olivenöl und den Basilikum. Das und, ist der Hammer, diese Kräuter. Also wirklich frisch gewachsene Kräuter. Ich und, verrate euch nicht, wo die stehen. Schwarzes Gold. Jawohl. Boah. Salz ist noch keins drin, ne? Nehme ich, habe ich hier. Ich habe hier gutes Himalaya-Salz vom Fuße. Nehme ich auch. Vom Fuße? Mhm. Pakistan. Sensationell. So, jetzt machen wir hier noch die. Das wird ein Pesto, das hat es noch nicht gegeben auf diesem Planeten. So, was denkst du? Kann ich hier mein Fleisch schon abgrillen? Robert? Dann bin ich fast so weit. Als Bechamel-Ersatz nehme ich unsere vegane Hollandaise. Holla, holla, Hollandaise. Und dann kannst du mir mal deine ehrliche Meinung sagen. Das können wir übrigens auch mal im Edeka-Store zusammen machen. Du kochst dort ja ab und zu mal und dann können wir genau das, was wir hier machen, dort mit den Better-Produkten einfach den Leuten auch mal ein bisschen näher bringen. Also hier, da musst du wirklich schon einen sehr, sehr geschulten Gaumen haben, dass du hier einen Unterschied rausschmeckst. Ja. Okay. Also wenn ich jetzt eine Blindverkostung machen müsste, tatsächlich, wird es echt schwierig. Also, muss ich sagen, super Produkt. Ich feiere das Produkt. Also wir alle in der Firma feiern das. So, Achtung, Gnocchi, gehen jetzt mal hier rein. Das habe ich ja immer an Wokpfannen ein bisschen gehasst, weil die vorne den ganzen Schwung haben. Aber... So, Robert, wie sieht es denn jetzt aus? Schicken. Jetzt kommen wir langsam, oder? Schicken. Hier, schaut euch mal die Gnocchis an hier. Sieht aus wie in Bella Italia. Ah, nee, wir können doch nicht schicken. Kann er nicht schicken ohne technische Zeichnung. Wo die musst du jetzt noch machen. Jo, also ich würde jetzt hier mein Filet... Kannst du? Ich mache ja noch die technische Zeichnung fertig. Ich lege einfach los. Also hier gilt natürlich auch wieder, ne? Die Pfanne oder euer Bratgeschirr in dem Falle richtig schön vorheizen. Das heißt aber bei einer Induktion in einer beschichteten Pfanne nicht unbedingt dort hier auf... die Stufe 7, auf die Stufe 9 zu gehen, also nicht volle Power, nicht voller Turbo, weil dann geht natürlich eure Beschichtung der Pfanne halt auch kaputt. Ne? Das heißt, hier in dem Falle habe ich die Stufe 6 und die Temperatur reicht uns vollkommen aus zum Braten, wie ihr seht. So, links, rechts, das heißt jetzt hier nochmal schnell mit der Salzmühle drüber. Denkt beim Salz dran, immer schön von weiter oben, der Streuwinkel soll groß sein. Schönes Grillmuster drauf. So, dann nehmen wir hier das Filet runter. So, heiße Phase. Anrichten, wo machen wir dann? Wieder da drüben? Ich räume gleich mal ein bisschen zusammen. Ne, brauchen wir nicht, das Brettel tun wir einfach mal zur Seite schieben.
So, ihr Lieben, jetzt geht's scharf. Anrichten, die geht direkt, die kommt zu mir. Super. Und auf die Plätze, fertig, los. Also, Punkt. Wir haben ja gesagt, Lasagnette vom Rinderfilet und Grillgemüse. Wir werden hier mal zwei kleine, schöne Türmchen bauen. Ne? Das heißt, hier zwischendurch immer ein bisschen von dem Grillgemüse drauf. Dann wieder ein Stück Fleisch. Wieder ein Stück Gemüse. Baut das schön als kleines Türmchen halt auf, ne? So, selber dann nochmal auf der anderen Seite hier, und noch ein zweites Stück dazu. So, jetzt nehmen wir uns noch schön die Gnocchis hier daher. Hier ein paar schöne Kräuterlis vom Persheim Kräutergarten. Hier da oben drauf, dann haben wir den Anton noch. Anton kommt schön hier über unseren Gnocchi. Und natürlich noch das hammergeile Pesto. So, kann ruhig ein bisschen was übers Fleisch gehen hier. So, was brauchen wir hier eigentlich noch dazu? Theoretisch eine Flasche Weißwein, oder? Unbedingt. Schön. Und feuerfrei. Sensationell. Das Paparazzi-Gericht. Lasagnette vom Rinderfilet mit wunderbarem Grillgemüse und den Salbei-Gnocchis dazu. Wow. Und jetzt kommt hier ein Oberhammer geiles. Aber Tisch 50 und zwei Kaltgetränke dazu und sehr das geil, Gesteck oder? Dazu, Hammer. Und wie das harmoniert, schaut mal. Läuft. Also euer Gericht sieht echt lecker aus. Spitze. Auch wenn die vegane Variante kommt. Also ich muss mal sagen, genau, die vegane Variante kommt ja auch gleich noch. Aber hier das Gesteck, ein Traum. Das Rinderfilet, die Lasagnette, ein Traum. Alles ein Traum. Robert hat mich riesig gefreut erstmal. Mega. Die Niki hat keine Hand frei. genau. Kocht's nach. Mach's nach, ne, wie hieß das früher? Mach's mit, mach's besser. Mit Adi, also. Genau. Also Rizzo kocht, The Driving Food Coach kommt und die Nicole vom Blumenatelier in Freiberg. Bis zum nächsten Mal und noch zum Anrichten mit der technischen Zeichnung vornweg. Haut rein, macht's gut, euer Rizzo. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, ein Rizzo Science habt ihr gesehen. Ich gehe jetzt mal an die vegane Variante. Fuli, extra für dich, die technische Zeichnung heute hier. Weiß nicht, ob du die erkennen kannst. Mit Kreide bin ich leider nicht so wie mit einem Bleistift. Lasagne, veganer Style, wird jetzt hiervon auch von mir angerichtet. Ähnlich wie beim Kai, nur leider ohne Fleisch. Ich mache jetzt praktisch unsere alte Paparazzi-Variante der Lasagne, komplett in vegan. Wie du siehst, ich habe schon mal alles vorbereitet. Lasagneplatten sind drin, Tomatensuppe habe ich gekocht. Und jetzt geht's halt auf den Teller. Sehr geil. Weitermachen, auf jeden Fall. Wir haben wieder mal einen Zuschauer, also einen, den es interessiert. Ich bin begeistert. Ja, ein bisschen, damit die hier nicht abhaut, muss ich mich ein bisschen auf Bob der Baumeister konzentrieren. Das war immer das Heikle. Also du hast sie in der Küche immer zusammengekriegt. Dann stand Katha oder Sandra vorne. Wie soll ich denn das rausbringen jetzt bitte, Zetschi? Na, lauf langsam. Die haben sich da immer gefreut, wenn ich sowas gebaut habe. So, ein kleines bisschen Schlotze gehört dazwischen. Kleines bisschen Holly dazu. Das nehmen wir als Bechamel-Ersatz.
Weil dort ja Butter drin ist. So. Jetzt probieren wir nochmal eins drauf zu setzen. Ich habe die jetzt schon mal ein bisschen mit Tomatensauce eingeschmiert, dass sie ein bisschen Geschmack haben. Machen wir das als letzten Tower. Ich werde nicht ganz so hoch bauen. Aber hier dieses schöne Grillgemüse. So. Der Mirko wird wahrscheinlich beim Bauen direkt auf die technische Zeichnung gucken. Absolut, der macht einen absoluten Vergleich noch. Ja. Definitiv. So, dann machen wir jetzt noch ein kleines bisschen Linsen-Tomaten-Sugo drumherum. Dann habe ich euch ja vorhin gezeigt den veganen Hirten. Den setzen wir so ein bisschen daneben. Das ist übrigens eine Anekdote auch an ein Gericht, das ging ja auch sehr viel, wenn wir es auf der Tafel hatten, war dieser lauwarme Ziegenkäse beim Schumi aus dem Ofen, ein paar Tomaten dazu und Oliven. Ja, das sorgt mir definitiv noch was. Oh, dieses Pesto, was wir heute, also als hätten wir es früher nie besser hinbekommen. Herrlich. Und last but not least, ein paar Cashewkerne dazu. Oben on top machen wir jetzt noch einen schönen. Soll ich dir mal ein bisschen Kerbel geben? Noch? Kräuter, das wäre super. Kerbel habe ich irgendwo beim Pferd heute gesehen. Ja. Wie hieß es? Fritz? Frieda? Kerbel. Vom Friedrich. Friedrich, irgendwas mit F war's. So. Die ganz kurz in der Hand ein bisschen rebelst. Tun sie schön die ätherischen Öle entfalten auf jeden Fall auch, ne? Ja. Und spätestens jetzt hätten sie dich gesteinigt. Beim Rausbringen auf jeden Fall. Einfach die vegane Variante, 100% vegane Produkte, frische Kräuter aus dem Kräutergarten. Und die Lasagneblätter, das war eigentlich so der schwierigste Teil. Ansonsten, Pesto war wieder eine geile Kooperation mit, na, Kai rennt weg, wollte gerade noch ein kleines Fäustchen machen. Die technische Zeichnung dazu, meine Damen und Herren, also. Ja, von unten nach oben, wie ihr seht. Und der Beta-Hirte ganz oben, links daneben gesetzt. Kocht's nach, lasst es euch schmecken, viel Spaß dabei. Das Ding ist auf jeden Fall eine geile Nummer als Lasagne. Tipptopp. Sportfrei. Kai. Das war mir. Deutschland Dynamo, oder? Deutschland Dynamo. So sieht's aus. Also, ciao, meine Lieben. Ciao.